Hey, lass den Baum da nicht stehen. Ach, den kann man gar nicht fällen. Okay. Ich dachte, die arbeiten unordentlich. Das wäre ein Ding. Ich glaube ja, dass hier eine Verwechslung vorliegt. Ich wollte nur mal gucken. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Warte. Die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Ist das nicht Danke. Wundervoll hier? Bleibt vielleicht erstmal dastehen und wartet auf euren Schutz. Wird gemacht. Gern. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Und dann haben wir den Alten übers Ohr gehauen. Steuern und Sold wurden gezahlt. Dachchef, das kriege ich auch noch hin. Sehr gut. Dass hier eine Verwechslung vorliegt. Eigentlich sollte ich gar nicht hier sein. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Sehr gut. Ja! Also ich meinte jetzt nicht das mit der Technologie, aber natürlich. Mit der Karawane meine ich sehr gut. Wir kriegen jetzt ununterbrochen also unsere Karawanen. Sehr geile Aktion. Geschafft. Metallurgie ist auch geschafft. Hier, das kriegen wir auch ohne weiteres hin. Dann haben wir hier nämlich gleich notfalls einen Rückzugsort, falls wir das doch immer noch nicht schaffen sollten. Was ich eigentlich nicht befürchte. Das Gebäude ist auf. Oh, wir könnten sogar nochmal ausbauen. Fertig! Soll ich das mal wagen? Ich tue es einfach. Ausbau vollbracht. Wir bekommen ja auch gleich wieder Schwefel. Das Gebäude ist ausgebaut. Dafür sind wir genau. Und auf geht's. Das Gebäude ist. Unsere Speerträger sind jetzt auch schon eine Stufe weiter. Technologie erforschen lassen. Zahltag. Feinde greifen euch an. Auf sie! Ja, das läuft alles viel geiler jetzt. Was ist mit denen hier? Seid unbesorgt! Wie ihr wünscht. Es regnet. Wie viel Uhr haben wir es denn gerade? Oh. Hey, wir haben... Doch, ich wollte gerade sagen, wir haben keinen Schwefel bekommen. Da. Da steht sie schon. Guck mal, es läuft viel geiler jetzt mit der Armee. Die Orangen fallen viel schneller als unsere Blauen. Wir haben echt kaum wen verloren. Ja gut, Pilgrim. Pilgrim kann man mal verlieren. Der verliert sich ja selber öfter gern mal am Grund eines Glases Bier. Wahrscheinlich eher eines Kruges an seiner Stelle. Da, die kämpfen schon wieder nicht mit. Verteidigt euch. Ihr werdet. Und die kriegen 1000 Schwerter und Speere in die Brust gerammt und sterben trotzdem nicht. So, dann können wir gleich die Kirchenruine in die Luft jagen. Einen baue ich noch, ja. Obwohl ich glaube, den brauchen wir auch nicht mehr. Gern. Wie ihr befehlt. Auf in den Kampf! Hier könnten wir wahrscheinlich auch einen Dieb nehmen oder Pilgrims Bombe. Aber beides haben wir momentan nicht zur Verfügung. Also müssen wir uns so behelfen. Es ist Zahltag. Die Sonne kehrt zurück.
Es wird so. Und die Kirchenruine ist bald Geschichte. Ihr habt einen neuen Auftrag erhalten. So soll es sein. Sofort. Ach, hier steht, was wir machen müssen. Universität, Sägemühle, Grobschmiede, Schießplatz, Steinmetzhütte, Ziegelhütte, zwei große Wohnhäuser und zwei Gutshöfe. Wie sollen wir denn noch einen Schießplatz hier unterbekommen? Gern. Die Erforschung einer neuen Technologie ist abgeschlossen. Das ist zwar schön und gut, aber... Wie sollen wir... Und da noch einen Schießplatz unterbekommen. Dann haben wir den Alten übers Ohr vielleicht. Gehauen. Und er... Dach, Chef. Das ist gut. Steinmetzhütte kriegen wir sicherlich auch noch hier irgendwo hingequetscht. Ausbau vollbracht. Und dann hier den Ausbau. Den können wir auch mal vorantreiben. Unsere Karawanen werden jetzt ja auch nicht mehr gestört. Das heißt, rohstofftechnisch... werden wir wohl keine Probleme bekommen. Ausbau vollbracht. Kanonentürmchen hat man schon lange nicht mehr. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Da kommen die nächsten Karawanen. Nur fünf? Ach nee, da ist der sechste. Ausbau vollbracht. Ja, das sieht doch schon wieder nett aus. Ich mag diesen großen Mühlen und die Wohnhäuser. Steuern und Sold werden gezahlt. Das Gebäude Universität haben wir. Sägemühle. Wir haben sogar schon ein Sägewerk. Grobschmiede haben wir sogar schon eine Feinschmiede. Schießplatz haben wir bald. Kaserne haben wir. Steinmetzhütte haben wir noch nicht. Ziegelhütte haben wir sogar auch schon. Ziegelbrennerei. Zwei große Wohnhäuser und zwei Gutshöfe. Das heißt, sowas noch zweimal ausbauen. Ich glaube, am sinnvollsten wäre es, die beiden auszubauen. Die geben wahrscheinlich die meisten Wegverbesserungen. Eine neue Technologie ist erforscht. Kann ich noch gar nicht. Brauche ich das zu, ne? Dann mache ich das mal, wenn wir das eh brauchen. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Bau. Hier ist alles. Ja, Herr. Seid unbesorgt. Ja, jawohl. Ja, mein Herr. So, die sind wieder voll. Ich heute Abend frei. Bis unter den Rand. Dürfen sich mal da oben hingesellen. Das baue ich einfach aus. Weil ich's kann. Da oben geht's hin. Haben wir noch einen coolen Platz zufällig? Hier so. Na gut. Ja. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Hier sind noch keine. Gut, die sind dann alle wohl hier unter dem Wäldchen. Ich würde, glaube ich, gerne hier die Steinmetzhütte hinsetzen. Ausbau fertig. Hier ist der Ausbau fertig, ne? Genau. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Okay. Zack, zack, zack. Der hat Nee. Er sah gerade so aus, als ob er ein bisschen was abbekommen hätte. Hat er aber nicht. Hier spare ich mal die Taler. Ach, die verschwinden schon da hinten. Das ist ja schön. Wir haben wieder etwas Geld bekommen. Das könnte ich mal machen. Mache ich mal bei beiden direkt. Kostet zwar auch ein bisschen Taler, aber das ist, glaube ich, ziemlich sinnvoll. Wir sind nämlich schon fast wieder voll. 14 Plätze haben wir noch. Und ich weiß nicht, was uns noch so erwartet. Wir müssen noch erstmal die Steinmetzhütte bauen.
Was machen denn da oben schon wieder welche? Natürlich. Da war nur eine Banone. Hier lässt es sich gut leben. Das freut mir. Das Gebäude ist ausgebaut. Das sollten wir auch mal dringend machen. Ausbau abgeschlossen. Welches Gebäude habe ich denn gerade ausgebaut? Ach so, ja, die Gemeindezentren. Klar, richtig. Hier bleibe ich gern. Forschung abgeschlossen und hier auch. Kommt, entfernt mir dieses Wäldchen. Geschafft. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So, was hatte ich gesagt? Die beiden? Nein, hatte ich nicht gesagt. Scheiße. Ausbau vollbracht. Die beiden wollte ich, ne? Die beiden und die beiden. Na gut, jetzt habe ich die beiden und die beiden. Lohnt sich nur, wenn ich dann jetzt hier den Steinmetz wirklich hinbekomme. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Jawohl. Was ich ja leicht bezweifle, sonst müssen wir den halt da oben hinsetzen. Aber wir haben jetzt echt dicht gepackt hier unten. Ja, da ist nicht mehr viel Platz. Man hätte vielleicht ein bisschen optimaler bauen können, wenn man das vorher schon gewusst hätte. Na gut. Nur noch die Steinmetzhütte. Das Gebäude ist nun aus. Warum sind denn die eigentlich auf einmal so langsam? Aber gern. Kommt ja nicht auf die Idee. Es müssten doch noch viel mehr sein, oder? Ich habe damit nämlich nichts. Müssten doch 28 Stück sein. Aber hier ist. Aha. So, die gehen mal wieder rein. Ihr verfügt nun über das Wissen über eine neue Technologie. Wir haben Helebardiere, die sind schon, glaube ich, wieder so gut wie es geht überhaupt. Oh, guck mal, was ist mit dem los? Habe ich den total vergessen? Ja, Herr. Die sind alle schon wieder so gut wie es geht, ne? Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Hier haben wir alles. Mega geil. Seid unbesorgt. Lasst mich so, bitte jetzt meine sind die Arbeit auch wieder aufgefüllt. Ich mach das schon. Seid unbesorgt. Es ist Zahltag. Jetzt ist also Zahltag. Man könnte ja noch mal die ein oder andere Truppe machen. Mach hier erstmal zwei. Ich habe auch immer gern ein paar Schwertträger dabei, auch wenn an sich erstmal so die Schwertkämpfer besser sind. Aber man weiß ja nie, ob man nicht nochmal von Reitern überrascht wird. Soll ja ab und zu vorkommen. Das sieht schon cool aus. Können wir eigentlich sehen, auch was wir... Nee, können wir nicht. Ah, jetzt geht das hier doch bedeutend schneller. Und ich bin der Meinung, das sieht gut aus. Hierfür benötigt ihr mehr Taler. Okay, der ist vollständig. Wie ihr befehlt. Wir kümmern uns darum. Und für den fehlen mir 60 mal 60 mal 6. 360. Oh, wir haben genau 0. Sag mal, Pilgrim, komm mal her. Ich möchte was ausprobieren. Kannst du das? Keine Angst, ich verstehe was davon. Ja, ist schade. Gut. Ich dachte, das funktioniert vielleicht. Wäre schön gewesen. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Ja. Ja, ja. Kein Gut. Problem. Ich möchte mir was gucken. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ist in Ordnung. Nichts lieber als das. Jo. Schade.
Hätte ich gerne gesehen. Hätte ich echt gerne gesehen. Geht aber leider nicht. Dann müssen wir es da oben reinbauen. Na gut. Kriege ich gleich. Ihr müsst mehr Steine besorgen. Ihr müsst mehr Steine besorgen. Kriege ich gleich. Ihr braucht mehr Steine. Ihr müsst mehr Steine besorgen. Hab ich jetzt. Ihr müsst mehr Steine besorgen. Oh, ich hoffe, das funktioniert. Ach gut, hier könnte sich noch ein bisschen was verschieben. Oh, wieder 1000 Steine. Zack, einfach mal direkt verschwenden. Und wir haben wieder eine Menge Geld. Ich muss zugeben, das war nicht schlecht. Vielleicht seid ihr doch gar nicht so ein übler Anführer. Danke. Ich fühle mich geschmeichelt. Das Gebäude. Der Anführer will euch sehen. Geht zu ihm und sprecht mit ihm. Und er auch? Aber er ist noch nicht der Anführer, oder? Ausbau fertig. Ja. Ist in Ordnung. So, hier. Und nach dieser... Wird gemacht. Doch sehr Ausbau glanzvollen Ansprache uns gegenüber... Die Wäsche ins Trockene bringen. Es regnet. Baue ich die Beine nochmal aus? Nö. Die Beine? Oh, hier. Das was mit Gebäude dem Wohnhaus? Ist nun ausgebaut. Der Tag der okay, wenn ich mein. Steuern und Sold werden bezahlt. Ah, Steuern und Sold. So ist das also. Ne, was ich eigentlich sagen wollte, nach dieser glanzvollen Ansprache uns gegenüber. Ausbau abgeschlossen. Pilgrim schicke ich schon mal auf den Weg nach da hinten. Mache ich eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann. Wo war jetzt der gute Wag? Der Wacht. Wenn ihr meint. Oder Fach oder Fork oder was auch immer. Also auf jeden Fall nach dieser glanzvollen Ansprache mache ich jetzt eine kleine Aufnahmepause. Wir sehen uns dann demnächst wieder und wie immer am Ende bedanke ich mich einmal dafür, dass ihr zuschaut. Das mache ich nicht nur einfach, weil ich es machen muss oder das Gefühl habe, machen zu müssen, sondern weil ich es wirklich so empfinde. Es macht mir eine Menge Spaß und ich hoffe euch auch. Vielen Dank und ciao.